So, an dieser Stelle habe ich beim letzten Mal im Let's Play ja aufgehört, weil da ja das Spiel abgeschissen ist. Ja, wortwörtlich. Nein, nicht wortwörtlich, ne? Aber jetzt ist es dann auch wieder blind. Ich habe gerade im Stream, deswegen auch mit Cam, im Stream wieder ein bisschen hingespielt. Und ich habe auch mal eben nochmal alle Sternmünzen geholt, weil wir hatten ja alle. Jetzt weiß ich nicht. Ich werde jetzt einfach das Level beenden. Und dann werde ich leider auch schon wieder... Ja, dann werde ich hier auch schon wieder einen Cut machen. Weil... Ich weiß es nicht. Ja, mal gucken. Gut. Oder wollen wir weiterspielen? Unterhaltet euch das gerade? Unterhält euch das gerade? Also findet ihr das Spiel gut? Ich weiß ja nicht. Ich habe mir vorgenommen, im Stream mehr Dinge zu spielen, wo ihr so drauf Bock habt. Es sei denn, ich bin auf irgendwas gehypt und neu released und was weiß ich. Keine Ahnung. Aber trotzdem auf YouTube mache ich jetzt mal einen kurzen Cut. So. Da bin ich wieder. Ja, sorry für den Cut. Ich befinde mich jetzt wieder in meinem Zimmer. Ja, nein. Aber außerhalb des Streams. Deshalb auch ohne Cam. Das war einfach nur so eine kleine... Ja, so ein kleines Malheur. Wie gesagt, ich habe es ja in der Aufnahme erzählt oder in der letzten Folge. Ich musste diese Level hier neu machen. Das habe ich eben schon im Stream gemacht. Hat eigentlich ganz gut unterhalten, meiner Meinung nach. Ja, und dann habe ich das halt hier eben noch kurz mit reingeschnitten. Aber jetzt soll es weitergehen. Und ich habe auch das Spiel gespeichert. Also nicht nur Zwischenspeicher, Gedingse, Gedüngse, Quicksave-mäßig, sondern auch richtig. Und dann möchte ich ganz gerne, einfach um es gemacht zu haben... Ja, das Pilzhaus hier ist jetzt halt auch wieder da, ne? Also bitte nicht wundern. Ja, es tut mir leid. Das Spiel ist halt abgestürzt und ich musste die Level nochmal machen. Ja, und dementsprechend, ja, ist das Pilzhaus hier auch wieder verfügbar. Mal gucken, ob wir diesmal mehr Glück haben. Mal schauen. Ja, ja, Power-Up-Panels kennen wir ja. Ja, ja, let's go. Fängt super an. Ja, deine... Alter. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber so... Ja. Wieder nichts. Ey, das ist... Ist das... Ich weiß nicht. Karma? Hab ich irgendwas verbrochen? Hab ich irgendwen umgebracht? Nee, keine Ahnung. Also dieses Pilzhaus ist Dreck. Ist Dreck. Absoluter Dreck. Achso, ich wollte hier noch wegen dem Secret Exit gucken. Ja, dann hat... Ich weiß nicht, vielleicht ist die auch gar nicht verfügbar in Another Super Mario Bros. Wii. Keine Ahnung, da muss ich mich mal schlau machen. So, hier können wir ja nicht verkacken. Das sind ja eigentlich die Sternenhäuser. Und hier bekommt man ja immer safe ein Item. Auch wenn es Müll ist, aber gut. Was willst du machen? Nichts. So, lalalalalala. Dann gucken wir hier noch eben rein. Ich weiß, es zieht sich. Ich weiß, es tut mir leid. Aber lieber jetzt. Aha, Propellerpilz. Und ja, als es nicht zu haben, also lieber jetzt machen, als es später nicht zu haben, die Items, wenn wir sie brauchen. Klar, dann können wir es immer noch holen, aber vielleicht denke ich dann einfach nicht dran. So, Welt 4, Schloss. Wendy's Castle. Let's go. Let's do it. My English is perfect. Die Aussprache war gerade wirklich nicht so schlecht. Eieieiei. Stacheldildos. Stachelsäulen. Ja, Stacheldildos. Haha, lol. So, Pinguinanzug. Das ist doch schon mal ganz gut. Direkt sympathisch, das Level. Was ist mit ihm hier? Es ist nur dezent assi. Das geht noch. Für ein Welt 4 Level ist das doch in Ordnung, ne? Ja, ja. So, die erste Sternmünze. Wow, das war knapp. Ich hoffe, es ist die erste. Delta Zinnober. Und ja, es ist die erste. Hier geht's ganz schön ab. Das war dumm. Oh nein, das war gar nicht so dumm. Aber ich habe mich trotzdem treffen lassen, nicht Dulli. Ja, genau. Aber Mario wieder rutscht wie sein Bruder. So, hier ist nichts. Pinguinanzug weg. Super Mario weg. Also,
Läuft. Aha. Achso, das ist ein Stachel. Boah, der Sprung ist ekelhaft. Bin ich ganz ehrlich, der Sprung ist einfach nur ekelhaft. Hier müsste ich safe sein. Ja, hier bin ich safe. Okay. Ja, Junge. Achso, hier bin ich safe. Ich muss gucken, wo ich safe bin und wo nicht. Da oben, 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 da oben. Okay. Ey, hier ist eine... Hä, warum? Hier ist Mauer. Warum, warum? Boah, ich bin klein. Mit einem Treffer ist halt direkt alles gone. Alles away. Finde ich nicht so geil. Ey, boah, wenn die Wii-Mode hier aus Versehen schüttelt, ne? Ist auch hart am... Nein! Da unten ist was, oder? Oder? Die Münzen sind hier umsonst? Ich habe 2 Sternmünzen. Nee, ich glaube nicht. Aber es wäre... Das Versteck wäre assi. Oha, was ist jetzt los? Oha. Oh. Okay. Mit dem Durchmesser hätte ich auch gerne. Achso, das ist nur Deko. Okay. Ja. Ich dachte, ich werde jetzt hier durchlöchert und aufgebohrt. Ah, das sind die Dinger, die... Oh, nein, nein, nein. Oh, Junge. Ja, okay. Ey, komm. Schaff ich. Das schaff ich. Das schaff ich. Das schaff ich. Okay, geil. Pinguinanzug. Eigentlich geil. Oh, Junge, 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 Junge. Hä? Wieso? Hä? Mario ist nur zwei Blöcke groß, wenn man so will. Oh, das ist so assi. Das ist so assi. Das ist so assi. Und ich hab's trotzdem ohne Treffer geschafft. Warum aktivieren die sich nicht? Muss ich nicht verstehen. Zeigen Münzen eigentlich immer an, dass man das safe ist, sag mal. Und hier ist einfach nichts. Alles klar. Hier, ja, alles klar. Nein, nein, nein! Oh, ich hab's kommen sehen. Scheiße, ey. Ja, aber warum Münzen? Hä? Zeigen einem immer. Ey, ganz ehrlich. Seit dem allerersten Mario Bros. Gelten Münzen dafür, dass man da safe ist oder dass da was versteckt ist. Da war man weder safe noch war da was versteckt. Alles klar, ab jetzt darf ich... Ich darf nicht mehr auf Münzen vertrauen. Okay, weiß ich Bescheid. So, den Pinguinanzug hätte ich eigentlich schon ganz gern. Deswegen nehme ich jetzt eine Feuerblume, weil wir leider keine Pilze mehr haben. Ich könnte welche farmen gehen, ja. Aber, nö. Nö, das wäre... Nee, das wäre cheaten. Das wäre... Also, was heißt cheaten? Das wäre halt... Schummeln. Was heißt schummeln? Das sind legale Wege. Ne, aber nee. Oh. Ein professioneller Gamer tut das eigentlich. Ja. Und außerdem bekomme ich ja hier hoffentlich wieder einen Pinguinanzug, wenn ich es schaffe. Aber. Nö, ich bekomme ab. Alles klar. Verarscht. Ich wurde mich toll. Ich wurde verarscht. Alles klar. Okay. Ist in Ordnung. Ja, okay. Okay. Ja, ich verstehe. Ja, ist in Ordnung. Mhm. Ich hab dich lieb. Du mich auch. Du kannst mich mal. So. Ich muss hier leider gucken, ob hier noch was ist. Ah ne, wir haben alles. Okay. Alles klar. Okay. Ja. Ist in Ordnung. Mhm. Ich wurde nicht verarscht. Nee, nee, nee. Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Hier ist alles legal. Nee, nee. Es fühlt sich auch überhaupt nicht an wie ein Mario Party Spiel oder so. Nein, ach, ich bitte dich. Hä? Ist in Ordnung. Weißt du was? Scheiß auf die Feuerblume. Scheiß auf die Feuerblume. Da ist ein rot, also da ist ein Münzenring. Münzenring. Deutsch, Alter. 6. Nee, eine Klausurartikel 4. Egal. Das ist trotzdem keine gute Note. Aber scheiß drauf. Das war gerade schon wieder knapp. Das war gerade schon wieder so knapp. Oh nein, Mario ist jetzt nicht groß, deswegen muss er... Oh, die Münzen jetzt... Oh. Aha. Warum habe ich den vorhin nicht bekommen? Ja, deinem... Hm. Warum hat der auch so ein langes Genit? Ach komm, halt die Fresse, Alter. Eines meiner Hasslevel. Ab sofort. Absolute Schiebung. Ey, und dieser Block gerade, ne? Also,
werde hier nur verarscht. Das Level ist hart zum Kotzen. Invisible Coin Blocks, Alter. Das ist doch hier kein Kaizo. Das ist Another. Von Skabo. 2010. Da gab's noch keine, ja, wie sagt man? Ja, diese Kaizo-Level halt, diese typischen Kaizo-Level mit Invisible Coin Blocks und Blind Jumps und so weiter und so fort. Wall Jumps, Cooper Shell Jumps und was es nicht alles gibt. Das gab es zu dem Zeit, also nicht, dass ich wüsste zum Beispiel. Ey, ganz ehrlich, du kannst mich mal. Da kommst du mit dem Pinguinanzug gar nicht lebend durch. Oder währenddessen, oder, ne? Ja, aber weißt du was? Komm, du kannst mich mal. Hier sind Treffer confirmed. Das wurde so einprogrammiert. So, und du? Das ist so assi, ne? Das ist so assi. Ja, Kollege. Ja, ciao. Mach die Biege, Alter. Naja, kannst mich mal. Assi-Level. Was? Es gibt nicht mal ein Power-Up? Ernsthaft? Nee, ne? Ich darf das jetzt hier klein machen? Schaffe ich nicht. Safe Call. Das schaffe ich nicht. Da kann ich sagen, was ich will. Das schaffe ich nicht. Ja. Weil das jetzt hier nämlich unter Wasser ist. Und dann oben auch noch Stacheln. Ja, okay. Ja, nee, das wird nichts. Weil man kann unter Wasser nämlich nicht auf Gegner springen. Und damit zählt das dann als Treffer für sie. Und da ich ja nach einem Treffer direkt down bin, ist der Win für sie confirmed. Das Wasser geht zwar nach einer Zeit weg. Oh, und sie ist auch deutlich langsamer als sonst. Aber egal. Die Ringe kannst du halt ja. Oha, das ist so mega unfair. Okay, jetzt ist ein Treffer. Die Ringe gehen nicht weg. Alter, nein. Geh weg. Hau ab. Ey, warte, das Wasser kommt gleich wieder. Sorry. Ich weiß, ich muss ihr die Chance lassen eigentlich. Oha, die Assi. Oh, scheiße. Ja, genau. Ey, komm. Wasser, geh weg. Komm, bitte. Lass es. Bitte. Mach jetzt nicht diesen. Sie macht diesen. Geh weg. Nein. Ey, du blöde Kuh. Oh, Alter, war das knapp. Voll die Klospülung. Hab ich nicht... Ja, nee. Mir fehlen die Worte. Im positiven Sinne. Aber das Level ist ab der Halbzeitflagge einfach nur assi. Es tut mir leid. Das war für mich nicht machbar. Haha, Opfer. Dich kriegen wir noch. Sagte er. Ach ja, stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, oh Gott. Ja, I remember. Yep. Ich erinnere mich. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich. Das erste Level. Ich weiß nicht mal mehr, wie das im Original aussah. Ich bin gespannt, was Skabo bzw. Newer Team daraus gemacht hat. Das ist ja Blind, ne? Für alle, die es nicht wissen, ist es Blind. Also blind. Ich spiele mit verbundenen Augen, ne? Versteht sich von selber. Was ist das denn jetzt da schon wieder? Junge! Ey, Alter, ich krieg hier gleich echt einen Rappel. Oh, Alter. Junge. Oh, nee, weißt du was? Dann... Oh, Mensch, ey, was soll das? Ich will das Item. Warum ich... Nee, weißt du was? Weißt du was? Scheiß drauf. Beziehungsweise, warte. Warte. Nee, so schnell gebe ich nicht auf. Hier, reaktiviere dich wieder, genau.
Nein! Oh, das ist der Kram. Oh, Alter. Klar, dass ich den Block treffe. Klar, natürlich. Ja, und wie soll ich da jetzt bitte rankommen? Alter. Das ist nicht möglich. Alter, ey, ich krieg hier heute echt, das ist... Nee. Heute läuft gar nichts. Nein, geh weg. Ich verstehe schon. Mir wird nicht mal die Eisblume gegönnt. Ich verstehe schon. Ja, ja, nee, ist in Ordnung. Muss ich ja leider Gottes so akzeptieren. Mach mal die Wiege hier. Summ, summ. Sehe ich hier nichts, was soll das? Ich will da rein. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge ist. Wir sind jetzt wahrscheinlich... Oh, eigentlich so bei 17 Minuten. Okay. Alles klar. Dreckslevel. Also jetzt werde ich echt nur noch verarscht. Scheiß auf die Feuerblume, Alter. So, ganz wichtig jetzt hier am Anfang, nicht die Holzkisten kaputt machen, die brauche ich. Kann man halt vorher nicht wissen, ne? Also ja, doch schon. Und da auch nichts drin ist, mache ich die auch nicht kaputt. Also ja, doch. Ja. Nein, nein, nein! Ah, Alter, der ist nicht gesprungen. Ja, und jetzt schüttelt der, obwohl ich keine... Oh. Ey, Remote ist echt so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ja, ist in Ordnung. Traue ich mich nicht. Ja, ja, du mich auch. Ist in Ordnung. Wie macht man das jetzt hier am besten? Du musst... Ja... Ah ja, warte. Ey, das ist, also sorry. Ey, es tut mir echt leid, das sagen zu müssen. Aber das ist echt assi. Dass ich das jetzt so einfach geschafft... Nein! Oh Gott! Oha! Ey, wenn das keine Sternmünze wert ist, ne? Hate my life. Okay, doch, da ist einer. Oha. Nein. Nein! So, jetzt müsste ich es schaffen. Ey, jetzt sag nicht, da ganz rechts ist noch irgendwas. Da gucke ich nicht nach. Das ist krank. Das ist krank. Da gucke ich nicht nach. Das ist... Dann sind die Entwickler gestört. Hä? Warum? Nein! So. Diesmal gehe ich nicht nach links, weil ist ja... Weißt du, wenn... Oha, hier ist aber meine zweite Sternmünze. Easy. Nein! Checkpoint, check. Alter. Junge, was ist das denn für ein Level? Wer programmiert denn sowas? Also programmieren tut das Nintendo, aber... Wer designt... Nein, Design tut's auch Nintendo. Wer erstellt denn solche Level? Nein! Oh, Alter. Oh, Junge. Ey, was ist los? Was ist das hier? Ey, ganz ehrlich, Welt 4 ist jetzt zum Ende hier echt kacke schwer. Ey, wenn Welt 5 auch so ist, dann breche ich das Let's Play ab. Dann muss ich's abbrechen, weil ich's nicht schaffe. Wahrscheinlich. Würde mich nicht mal wundern. Ja. Der Treffer war leider Gottes confirmed. Ey, komm, das ist jetzt aber billig. Und das hier ist auch schon so ein bisschen gespamme. Was ist denn da oben? Ne, da oben ist wieder irgendwas. Da ist eine Sternmünze, lol. Wie komme ich denn da ran? Gibt es hier irgendwo ein Item irgendwo? Ja, es kann doch nicht sein, dass es nur das Item am Anfang gibt.
Das kann doch nicht sein. Ich weiß noch nicht, wie man da hochkommen soll. Keine Ahnung. Vielleicht kommt man da noch hin. Ja, hier ist auch nichts. Alles klar. Hier wirst du richtig durchgenommen. Hier wirst du richtig durchgenommen. Ich verstehe schon. Ja. Ja, Bosskampf, alles klar. Und ich bin klein. Kein Power-Up. Keine dritte Sternmünze. Ich darf das alles nochmal machen. Ich werde hier verrückt. Warum? Ich habe eins nicht losgelassen, mein Freund. Ich meine ja nur. War der Kampf schon immer so einfach? Ich lasse dem keine Chance. Vergiss es. Geh kacken. War der Kampf schon immer so einfach? Der war jetzt echt einfach. Das sage ich jetzt einfach mal so. Oh nein. Was macht er? Idiot. Lass das Schiff aber bitte heilen. Ich brauche noch die dritte Sternenmünze. Nee, hallo. Das geht nicht. Stop! Ich kann das Level aber nochmal spielen, ne? Oder? Ja doch, das wüsste ich. Wenn es nicht gingen würde. Oh, Welt 5 ist so schön. Ich mag die Oberwelt sehr. Ich bin als Kind immer gehangen. Das untere Level da mit dem Toxin, ne? Habe ich nie geschafft als Kind. Nie. Nie. Oh, die Musik ist auch so geil. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich gucke jetzt nochmal eben ganz kurz offscreen, wie man an die dritte Sternmünze kommt. Und darf da erstmal wieder hinlaufen. Muss ja irgendwo hier sein. Also der Eingang zumindest. Das ist ja eine Röhre. Das war ja eine direkte Röhrenverbindung. Das heißt, irgendwo muss ja ein Eingang sein. Hier war ich klein. Deswegen, aber hier habe ich nachgeguckt. Hier kann es eigentlich nicht sein. Das war hier drin. Alles plumpen. Wenn ich. Nein! Alter, Junge! Mach nicht diesen! Okay, trau ich mich nicht. Oh, das ist. Wow, die hat mir gerade echt den Arsch gerettet. Kann ich die eigentlich? Nö, kann ich nicht. Bring uns, klar. Warte, da oben. Klar, safe. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja, genau. Hey, Junge, keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Oh, hier ist ein Ab. Geil. Ich habe absolut keinen Plan. Ich bin hier auch einfach nicht safe. Ich hab's gefunden. Kann man stehen, alles klar. Ja, ich hab's gefunden. Gerade so aus dem Augenwinkel. Aber so gerade eben. Was ist das jetzt hier wieder für ein Scheiß? Hä? Was ist das? Hallo? Muss ich das jetzt hier verstehen oder wie? Ich verstehe es nämlich nicht. Okay. You got all the Starcoins in Welt 4. Übersetzt. Gut. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Welt 5. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie unterhalten. Sehr viele Fails heute. Ja, es tut mir leid. Sehr viel Cringe. Ja. Ich entschuldige mich. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.